Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich hier aus unserem Anstiftungsbüro. Die Christine sitzt schon neben mir und freut sich genauso wie ich auf diesen Abend. Heute Abend haben wir ja die Themen Wurmfarm, Bokashi, auch mit den effektiven Mikroorganismen. Da geht die Christine auch drauf ein. Und auch Thera Preta. Sagt doch bitte, wie immer, ob der Ton für euch so passt. Hört ihr mich gut? Gut, wunderbar. Das freut uns sehr. Wir haben ein bisschen rumgezaubert vorhin. Ihr wisst hoffentlich alle, ansonsten sage ich es nochmal, dass wir alle Webinare im Anschluss hochladen. Ihr findet die unter Downloads. Aber ich schicke euch dann, wenn wir dieses Webinar hochgeladen haben, auch wieder einen Link. Das letzte, wo Christine ja auch noch ihre Folien, wie versprochen, ergänzt hat, findet ihr schon. Ihr habt das, denke ich, die meisten von euch auch als Link bekommen. Die meisten waren ja das letzte Mal auch mit dabei. Wenn ihr Fragen habt, ihr habt schon gesehen, man kann die eintippen. Die Christine hat diesmal auch in ihre Folien eingebaut, wo Zeit für Fragen draufstehen. Ihr könnt die natürlich auch vorher eintippen. Sie würde aber gerne die dann sich durchlesen und gesammelt in diesen Pausenzeiten beantworten, damit sie überhaupt auch durchkommt durch all diese Sachen, die sie heute Abend uns erzählen wollen. Ich übergebe an Christine und wünsche uns allen viel Spaß. So, auch einen schönen guten Abend euch allen. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich habe viel vorbereitet für euch. Deswegen reden wir gar nicht lang rum, sondern fangen sofort an. Und ich habe noch ein bisschen Hausaufgaben gemacht und ein paar Bilder aus meinem Garten mitgebracht, damit ich euch noch ein bisschen was zeigen kann. Also die Kompostanlage bei mir im Garten ist folgendermaßen aufgebaut, dass also hier vorne so eine alte kaputte Regentonne steht, die unten einen Schlitz drin hat. So im Jahresverlauf sammelt ich da alle möglichen Äste und Zweige. Und jetzt im Herbst, wenn das Laub anfällt, da wird es verhäckselt und da kommen dann die ganzen Laubvorräte hinein. Der nächste Teil, das sind nur zwei so Platten, die ich da an das Silo angeschlossen habe, da ist der Häcksel, damit der ganz nah da ist und dass man, wie ich es euch schon so ein bisschen nahe gebracht habe, immer das Strukturmaterial bei der Hand hat und das halt auch ständig einbringen kann. Dann habe ich hier, damit man es mit einem Bild so sieht, die Kompostsilos ein bisschen geöffnet. Das ist also jetzt der eine Kompost, der voll ist. Hier im Anschluss dran, in der Mitte zwischen diesen beiden Kompostsilos, ist mein fertiger durchgesiebter Kompost. Und hinten ist der jetzt, den habe ich auch ein bisschen abgebaut, dass man da sieht, dass da was los ist. Da ist der jetzt gerade aufgebaut wird. Und dahinter habe ich nochmal so eine Reservefläche, die ungefähr so groß ist wie so ein Kompostsilo, damit da auch nochmal Materialien gelagert sind. Das ist optimal für einen größeren Garten. Wie ihr es bei euch vor Ort macht, hängt immer davon ab, wie viel Platz man hat, wie man sich's einteilen kann. Ich finde es ganz schön, wenn der Kompost nicht in der allerletzten Ecke ist, gerade so in Garteninitiativen, wo auch immer wieder viele Besucher kommen, die mit dem Thema vielleicht noch nicht so in Berührung gekommen sind, kann man den Kompost. Platz, der ist eigentlich das Herzstück. Hier wächst die neue Erde und hier werden die Reststoffe umgebaut zu neuen Nährstoffen und es hat durchaus auch einen repräsentativen Platz verdient. Was ich letztes Mal nicht mehr mit reingenommen habe, ist, hier seht ihr so ein schwarzes Vlies. Das ist ein Vlies, keine Folie. Das ist luftdurchlässig und zum gewissen Grad auch wasserdurchlässig. Und damit sind die Kompost-Silos oben abgedeckt, damit sie nicht austrocknen und damit bei Regen der Kompost nicht so stark durchnässt.
So, dann kommen wir zum nächsten Bild. Hier habe ich euch ein Foto von meinem Durchwurfgitter gemacht. Das war also schon vorhanden. Das ist also nicht unser Eigenbau. Das ist ein sehr stabiler Rahmen mit engmaschigen Gitter. Und hier, das Geniale sind diese zwei Latten, die da oben drauf gemacht sind. Man muss das rausfinden, mit zwei, dreimal eine Schaufel draufschmeißen, was so der richtige Neigungswinkel ist. Es sollte nicht zu steil stehen, weil dann fällt das Material zu schnell runter und es fällt zu wenig durch. Und es sollte nicht zu flach stehen, weil dann bleibt das Material einfach auf dem Gitter liegen und es purzelt nicht runter. Schlau ist es jetzt, wenn man dieses Gitter genau vor den Bereich stellt, wo nachher der fertige Kompost ist. Bei mir war das da in der Mitte. Und man spreizt dann hinten eine Latte oder ein Rechen oder irgendwas ein. Und das Material, das dann runterfällt, das sind also dann die Steine, die ganzen groben Äste, die sich noch nicht zersetzt haben. Und so dickere Stücke halt, die noch nicht so weit reif waren, die kann man dann entweder gleich auf die Reservefläche legen und schichtweise zu sehr feuchtem Material einschichten. Man kann das aber auch benutzen, um irgendwo, wenn wir haben auf dem Grundstück sehr viele Löcher von Wühlmäusen, da füllen wir die Löcher einfach auf damit und geben oben dann nur eine kleine Menge vom Feinkompost drauf. Und das Dritte, was ich euch noch so aus meinem Garten zeigen wollte, das ist diese einfache Bäckerkiste, die man auch mal geschenkt kriegt, so ausrangierte Teile, wenn es irgendwo ein paar so Ecken abgeschlagen sind oder so. Da trockne ich die ganzen Wurzelunkräuter. Wenn es sonnige Tage sind, ist das in 2, 3 Tagen trocken und dann kann man das ganze Wurzelzeug auch auf den Kompost werfen. Mir ist immer schade um jedes Stück organischen Materials, also ich möchte möglichst nichts weggeben. So, jetzt starten wir in das erste Thema vom heutigen Abend, in die Wurmfarm. Und im Allgemeinen weiß man ja, dass der Regenwurm Röhren in die Erde macht und bis zu mehreren Metern rauf und runter kriechen kann. Das ist aber der sogenannte Tauwurm. Wenn wir vom Kompostwurm sprechen, der früher auch Mistwurm geheißen hat, der ist also etwas aufgestiegen in seiner Bezeichnung. Mancherorts wird er auch Rotwurm genannt. Dann sprechen wir von Eisenia foetida. Foetida heißt stinkend, weil er im der Mist riecht ja auch etwas, weil er eben im Material ist, das auch manchmal etwas geruchsintensiv ist. Zu erkennen ist er, weil er sehr rot ist im Vergleich zu den anderen Regenwürmern. Es gibt übrigens eine ganze Menge in Deutschland, da habe ich gerade die Zahlen immer im Kopf, zwischen 50 und 80 Arten, so irgendwas. Also es gibt ganz viele unterschiedliche. Er hat ein rot-gelb gestreiftes Hinterteil, das sind so Ringelchen. Und der Unterschied ist, dass er also nur einige Zentimeter unter der Oberfläche lebt und immer im Familienverbund mit seinen Verwandten und Freunden und eben nicht in Röhren rauf und runter. Das macht ihn eben so wertvoll für einen Kompost. Jeder, der mal so ein bisschen einen Misthaufen gesehen hat, der so 2, 3 Wochen locker irgendwo liegt und da grabt man mit den Händen so ein bisschen rein, also so nach 10, 15 Zentimeter sieht man sie dann schon, die ganzen Würmer, da sind sie dann massenhaft da. Und das Beste natürlich, sie vergnügen sich mit dem Material, das da ist, arbeiten für uns und schenken uns am Ende ganz wertvollen Wurmhumus. So sehen sie aus. Also die sind immer im Knäuel, im Massenverbund vorhanden. So, jetzt fangen wir mal an. Was schmeckt den Kompostwürmern? Die mögen also alle ungekochten Gemüse- und Obstabfälle, die mögen jegliches organisches Material. Und die mögen Kaffeesatz und Teebeutelchen zum Beispiel auch ganz gerne. Man kann so Küchenpapiere, so Knüllchenpapiere dazugeben. Was die Würmer ganz gerne mögen, ist zum Beispiel Pappe.
Papadeckel, wie man bei uns in Bayern sagt, ohne Aufdruck, ohne Farbe, also so eine braune Naturpappe. Und Mist von Pflanzenfressern. Dann, was sie nicht mögen, die haben ja eine empfindliche Haut, sind also diese scharfen Geschichten wie, also sauer, nicht scharf, Entschuldigung, Zitrusfrüchte, Ananas, Kiwi, wo also eine gewisse Säure da ist, die Geschichten wie Zwiebel und Knoblauch, die beiden wirken antibakteriell, wenn man also sehr viel Zwiebel isst und immer sehr viel Zwiebelschalen in den Wurmkompost geben würde, das zerstört diese Bakterienflora, die die Würmer produzieren, das stört die also. Scharf mögen sie es auch nicht, das ist auch für ihre zarte Haut nicht gut. Fleisch- und Milchprodukte gehören nie in die Wurmfarm, ebenso keine fetten, öligen, salzigen oder salzige Speisereste, das ist für die Würmer auch sehr schlecht. Holzasche gehört auch nicht hinein und man sollte immer kleinere Mengen von Gartenabfällen oder kleinere Mengen von Mist zum Beispiel von Meerschweinchen oder Kaninchen, könnte man da ganz gut in kleinen Portionen mit dazugeben. Ja, was braucht man, wenn man eine Wurmkiste bauen will? Da kann man sich also mal in der Recycling-Ecke umschauen und schauen, was da zu finden ist. Da kann man vielerlei verwenden. Holz, auch eine alte Badewanne, ein bisschen angeschlagene Kunststoffboxen, was auch immer. Man muss nicht unbedingt was Neues kaufen. Wie wird sie befüllt? Prinzipiell gibt es da wieder so ein bisschen verschiedene Systeme. Da zeige ich nachher dann auch gleich ein Foto dazu. Unten, wenn man also eine Kiste zum Beispiel macht, die man im Haus stehen hat. Für das gilt jetzt das, was ich hier vorgeschlagen habe. Dann gehören unten größere und kleinere Steine hinein und etwas Kies. Dann kann man zusammengerollte Kartons drüber geben, die saugen die Feuchtigkeit auf und ganz gut wäre es, wenn man zum Start so ein bisschen aus dem Komposter den Grobkompost bekommen kann, sich von jemandem geben lässt, wenn man keinen eigenen hat. Und so als Anhaltspunkt für ein Volumen von 20 mal 20 Zentimetern, das wäre also so eine größere Schüssel voll, braucht man circa 100 Würmer. Die kann man sicherlich von jemandem kriegen, der einen Thermokomposter zum Beispiel hat. Da sind in der Regel sehr viele Würmer drin oder auf dem Misthaufen. Und wenn man so gar keine Quelle hat, kann man sie sich auch im Internet schicken lassen. Dann ist noch ganz interessant, wie viel der Wurm eigentlich verzehrt. Ein Wurm wiegt so ungefähr 1 bis 2 Gramm und er frisst täglich etwa die Hälfte seines Körpergewichts. Wichtig ist, wenn man so eine Wurmfarm macht, dass man dran denkt, wenn man in Urlaub fährt oder mal eine Woche oder so weg ist, dass sich da jemand drum kümmert. Das ist wie Haustiere, die gefüttert werden müssen, damit sie nicht hungern. Vor allen Dingen, wenn die Wurmfarm schon größer ist und eine große Anzahl von Würmern drin ist, dann brauchen sie entsprechend ihr Fressen. So, jetzt habe ich für euch ein paar Fotos. Das ist keine Werbung für irgendwelche Firmen. Ich fand das Bild nur gut, weil man hier so ein bisschen reinschauen kann. Also was da jetzt da so rumliegt, da schaut es ja gar nicht hin und von welcher Firma das ist, ist auch nicht interessant. Mir geht es darum, dass ihr das Prinzip versteht. Das ist so eine kaufbar, so ein Wurmfarming-Turm mit verschiedenen Behältern, die man so nach und nach aufsetzen kann und bestücken kann. Hier wäre also die erste Schale. Ah ja, die Gudrun hat mir gerade einen Hinweis gegeben, dass ich den Zeiger noch nicht aktiviert habe. Jetzt denke ich mal, ist er da. Hier herunten, also in der ersten Box, da macht sie das so, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass man ein bisschen Steine und ein bisschen Pappe reintut und ein bisschen Grobkompost und dann fängt man an. Und wenn diese Schicht voll ist, legt man einfach auf die weiteren Geschichten nur noch die Gemüseabfälle drauf. Diese Trennböden, da sind Löcher drin, die groß genug sind, dass die Würmer rauf und runter gehen können. Also die Würmer machen, wenn das Material unten soweit durchgearbeitet ist. Sieht man es noch nicht? Nee. Ich habe ihn eigentlich schon. Was sind aktiviert? Jetzt Ah, jetzt dann. habe ihn noch nicht genau getroffen. Jetzt ist der Pfeil da. Jetzt seht ihr auch, was ich meine.
Aha, okay, wir sind gerade noch in der Feinjustierung. Gudrun sagt, das rauscht noch ein bisschen. Vielleicht ist besser jetzt. So, also ich war hier herunten in der unteren Kiste. Und wenn die voll ist, kann man jede weitere oben drauf setzen und die Würmer kriechen eins nach dem anderen nach oben und arbeiten das durch. Wenn hier herunten, wenn man da reinschaut und das ist dann wirklich schon schöner Wurmkompost, kann man mit den Händen so ein bisschen reinwühlen, ein bisschen reinschauen. Wenn keine Würmer mehr drin sind, kann man das rausnehmen und verwerten und einfach die Kiste dann oben wieder draufsetzen. Was immer interessant ist, wenn man sich was baut selber, dass man überlegt, was macht man mit den anfallenden Wurmsaft, weil hier eine Feuchtigkeit entsteht, die sich unten sammelt. Deswegen ist es auch gut, wenn unten die Steine drin sind, dass die Würmer mögen nämlich gar nicht, wenn das versottet. Wenn da unten meinetwegen so 5 cm dieser Wurmsaft, manche nennen es auch Wurmtee, steht, das tut denen gar nicht gut. Den kann man dann über so einen Ablaufhahn ablassen und entsprechend verwenden. Habe ich mit der Dosierung dann gleich anschließend noch eine Folie. Wenn man die Wurmfarm im Garten macht, kann man sich eine Wurmkiste bauen. Am besten mit 2 Kammern, wo man die eine eben auch befüllt, befüllt, befüllt. Und dann, wenn es voll ist, mit der nächsten weitermacht. Und dazwischen sollte immer ein Gitter sein. Also wo immer man mit Würmern arbeitet, muss man mitdenken, dass die Würmer von einer Seite in die andere können, hier von einer Kiste in die andere. Dass also immer Löcher oder ein Durchlass ist, dass die Würmer, wenn das eine Material durchgearbeitet ist und fertig ist, dass sie dann in den anderen Bereich können. Genauso funktionieren so ein kleinerer Turm. Ich habe euch auch noch einen Link rausgesucht, wo so eine Wurmkiste im Internet gezeigt wird, wie man sie baut, wie man eben dann auch oben Luftlöcher reinmacht. Wichtig ist immer, hier im Deckel oben sind Luftlöcher, damit das Ganze auch Sauerstoff bekommt. So, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man eine Wurmfarm in so ein Tongefäß macht. Das habe ich dieses Jahr anschauen dürfen von einem guten Bekannten, der mir das gezeigt hat. Und hier habe ich sogar Terrakotta-Behälter gefunden, die ein Loch hätten. Der Michel hat es aber ohne Loch gemacht. Und zwar ist es so, dass also durch das Terrakotta, man muss unten dann eine Schale drunter stellen, die auf kleinen Klötzchen steht, dass es belüftet ist. Durch die Wärme verdunstet die Feuchtigkeit einfach dann nach außen. Also man hat dann keinen Wurmsaft zum Ernten. Aber man muss bei dem Terrakotta immer wieder mal nachschauen, dass es den Würmern nicht zu trocken wird. Oben wird dann einfach mit einem Tuch wird es bedeckt. Das ist ein, was nicht, möglichst nicht auf dem Balkon stehen sollte, wo es so warm wird, weil da verdunstet ja dann sehr viel Feuchtigkeit. Das wäre was für eine Garage oder einen Schuppen oder einen Keller. Und natürlich, ich bin das letzte Mal, damit ich euch nicht in Verwirrung bringe, nicht darauf eingegangen, dass auch so ein geschlossenes Kompostziel eine wunderbare Wurmfarm sein kann, werden kann. Weil in der Regel ist es so, ich habe es euch ja erklärt, hier entsteht, wenn man immer nur kleine Mengen einbringt, keine große Hitze. Was aber genau der Fall ist, so wie in einer Wurmfarm, dass man also regelmäßig kleine Mengen von Gemüseabfällen einbringt, das genau der Kompostwurm gerne mag, und so siedelt sich der, wenn er von unten her die Gelegenheit hat einzuwandern, hier sehr gerne an, und dann arbeiten die Würmer das Material durch. Das ist trotzdem gut, wenn hier immer wieder Strukturmaterial eingebracht wird, weil durch diese vielen Küchenabfälle wird es einfach zu feucht und zu verdichtet. So, dann habe ich hier noch ein Bild, das ist aus dem Projekt Obpflanzt, ist in München. Die haben so eine alte Badewanne als Wurmfarm benutzt. Ist auch ganz praktisch, weil man den Ablass dann hier über den Badewannenauslass kann man den Wurmsaft rauslassen.
So, was braucht es denn für Bedingungen? Die Würmer haben ja eine sehr zarte Haut und sind auch sehr empfindlich, sind also durchaus etwas anspruchsvolle Haustiere. Nicht sehr anspruchsvoll, aber bestimmte Bedingungen haben sie schon. Sie brauchen eine gleichmäßige Temperatur zwischen 10 und 25 Grad. Jetzt werdet ihr sagen, ja, in der Natur sind sie ja auch im Winter draußen. Die knollen sich dann im Material in der entsprechenden Tiefe zusammen, so wie es ihnen passt. Die optimale Vermehrungstemperatur ist bei 20 Grad. Das heißt, wenn man das irgendwo geschützt stehen hat, dann arbeiten die sehr schnell und vermehren sich auch sehr schnell. Bei der Wurmfarm ist immer darauf zu achten, dass ausreichende Feuchtigkeit da ist. Es darf aber auch nicht zu nass sein. Weil wenn es zu nass wird, dann sieht man das den Würmern richtig an. Die werden dann, die rote Farbe geht etwas zurück, die werden dann so blassblau und die machen so richtig einen kranken Eindruck. Also man sieht es denen an. Für eine gute Belüftung ist zu sorgen, es muss lichtgeschützt sein. Also wenn man zum Beispiel eine durchsichtige Plastikbox nimmt, dann muss man es entweder dunkel stellen oder außen irgendwas drumherum basteln oder innen immer Pappe reintun, also sich was einfallen lassen. Es sollte abgedeckt sein und wenn es draußen steht, also die Abdeckung ist als Schutz gegen Austrocknen und natürlich auch, dass die Frau Amsel nicht kommt und dahin fliegt und sich ein reichliches Mahl holt und die ganzen Würmer rauszieht. So, was ist denn der Nutzen für die Bodenfruchtbarkeit? Wenn man sich was baut und was macht, sollte man ja auch immer wissen, was man damit erreicht. Also die Durchlüftung des Bodens ist besser, wenn viele Würmer dort arbeiten. Beziehungsweise auch wenn man, das gilt auch, wenn man guten Wurmhumus ausbringt, weil mehr Mikroben arbeiten, die auch und Kleintiere kommen, die sich, die mit diesem Humus dann wieder arbeiten, die sich also davon ernähren und das Material umbauen. Der Boden hat eine verbesserte Wasseraufnahmefähigkeit. Dann die Durchmischung des Bodens mit der organischen Substanz findet statt. Das hier ist immer so ein ganz wichtiger Punkt. Wurmhumus hat ganz stabile Tonhumuskomplexe. Die bleiben ganz stabil beieinander und bauen sich nicht so schnell ab. Der Wurmkompost ist sehr stabil. Die Nährstoffe, die drin sind, die sind sofort pflanzenverfügbar. Also die Pflanzen können das direkt aufnehmen. Und wenn man, also das ist aber mit normalem Kompost auch, wenn man regelmäßig Kompost oder Wurmkompost ausbringt, wird Humus aufgebaut. Das ist immer so ein ganz wichtiger Punkt, weil dadurch die Böden langfristig einfach wieder besser werden. Durch den höheren Humusgehalt verbessert sich die gesamte Situation. Und da habe ich für euch nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Im normalen Boden ist etwa ein Viertel Luft, sollte sein, ein knappes Viertel Wasser, je nachdem wie feucht es gerade ist, schwanken diese beiden Werte immer ein bisschen hin und her. In etwa sind 45% mineralische Substanz, das ist Sand, Schluff, Ton, Lehm und diese ganzen mineralischen Geschichten. Und in etwa 7% organische Substanz. Das hier ist noch nicht der Humus. Diesen kleinen Kuchen, wenn wir hier rübernehmen und nochmal aufteilen, sind also ungefähr 85% Humus davon, in etwa 10% sind Pflanzenwurzeln und 5% sind das sogenannte Erdaphon. Das sind also alle Tiere und Pflanzen, die Bodenflora, also alles, was Flora ist, ist der pflanzliche Bereich und die Fauna, das sind die ganzen Tierchen, die Bakterien, die Aktinomyzeten, Pilze und Algen, die etwas hier nicht einzeln aufgeführten Mikro- und Mesofauna sind also hier noch ein kleiner Anteil des, was sonst noch dabei ist. Und ein doch großer Anteil, 12% in etwa, sind Regenwürmer. Also die alle hier arbeiten, damit der Humus, ja,
ja, entstehen kann, wachsen kann und erhalten bleibt. Also es ist so eine ganz wichtige Geschichte, dass man sieht, das ist nur ein sehr kleiner Anteil. Und im Prinzip ist es die Humusschicht, die die ganze Weltbevölkerung ernährt. Wir sollten also da schon ein bisschen darauf Acht geben und aufpassen und sorgsam damit umgehen. So, die Vorteile einer Wurmfarm. Man kann eine Wurmfarm, ihr habt es gesehen an den Bildern, die ich euch vorhin gezeigt habe, auch sehr kleinräumig machen. Eine Wurmfarm ist zum Beispiel auch was für die Balkon- und Terrassengärtner, um die eigenen Abfälle zu verwerten. Sie braucht also auf jeden Fall weniger Platz wie die ganze Anlage, die ich euch gezeigt habe, wie es bei mir ausschaut. Man kann sie im Keller oder in der Wohnung stehen haben. Ich habe eine Bekannte, die hat es direkt in der Küche stehen. Eine sehr kleine Box. Je kleiner das Gefäß ist, umso sorgfältiger muss man aufpassen, weil so ein kleines System ist halt recht anfällig und recht empfindlich. Auf jeden Fall ist eine Wurmfarm eine gute Wahl, wenn man nur wenig Material hat und eben auch was machen möchte. Man kann den ganzen Winter hindurch, wenn die Würmer drinstehen, die Wurmfarm befüttern und kann also richtig Material auf Vorrat sich anlegen. Und gleichzeitig hat man auch noch einen hochwertigen Flüssigdünger mit dem Wurmkompost, der anfällt. Und man kann sagen, dass also der Wurmkompost wesentlich mehr Nährstoffe hat als die anderen Kompostarten. Das ist einfach von den Würmern gemacht, so intensiv gemacht, eine gute Wahl. Besser. So, das ist noch eine Fortsetzung, Vorteile. Der Wurmkompost ist reich an bodenverbessernden Mikroben. Also die Würmer arbeiten sehr gut mit den Bakterien zusammen. Und da, wo viele Würmer arbeiten, ist einfach diese Mikrobenflora da, so wie es in einem gesunden Boden sein soll. Wurmkompost hat mehr Stickstoff, mehr Phosphor und mehr Kali wie normaler Kompost. Der ist also noch gehaltvoller. Und hier noch ein kleiner Tipp. Irgendwo muss ich mal meine Tipps noch mit hinsetzen. Man kann, wenn man jetzt Wurmkompost hat, Kübel und Gefäße, das kann man aber mit dem normalen Kompost auch, man muss nie mehr Erde irgendwie entsorgen. Ich kriege das immer mit, dass sehr viele Balkongärtner im Herbst ihre Balkonkästen nehmen und die Erde in die Mülltonne werfen. Da dreht es mir immer das Herz um. Wenn man also Kompost hat oder Wurmkompost, kann man hier mit einem relativ kleinen Anteil, also das ist ein Fünftel des Volumens vom Balkonkasten, die Erde wieder komplett beleben und die ist dann für die Pflanzen wieder fertig im nächsten Jahr. So, dann noch kurz zum Wurmsaft. Wurmsaft oder Wurmtee ist also die Flüssigkeit, die anfällt, wenn die Würmer arbeiten. Man kann diesen Wurmsaft, den sollte man nie pur irgendwo hingießen, der ist sehr konzentriert, 1 zu 10 verdünnen und damit kann man alle Pflanzen gießen. Das ist gleichzeitig immer auch eine milde Düngung. Wenn sehr viel Wurmsaft anfällt, wenn also die Wurmkiste fast voll ist und die Würmer so richtig arbeiten, dann kann man den auch in kleine Fläschchen abfüllen, möglichst randvoll machen, also immer ein Gefäß wählen oder kleine Schraubgläser und luftdicht eine Weile aufbewahren. Da kommt sicherlich die Frage, wie lang. Also ich habe das noch nie so lange aufbewahrt. 2, 3 Wochen aus eigener Erfahrung geht auf jeden Fall. Manche Leute haben mir schon erzählt, das geht auch noch wesentlich länger. Man muss halt ab und zu nachschauen und schnuppern. Also je voller das Gefäß ist und je luftdichter das abgeschlossen ist, kann man sagen, umso besser hält sich's auch. So, dann ist immer noch die Frage, wie mache ich denn das, wenn ich jetzt den Wurmkompost habe und wie bringe ich den dann aus? Wenn man jetzt den Wurmkompost zum Beispiel, wie ich am Anfang die Bilder gezeigt habe, draußen hat in so einer Holzkiste und der ist fertig, dann muss man mal schauen, ob noch viele Würmer drin sind. Wenn noch viele Würmer drin ist,
Macht man am besten so einen Haufen bei sonnigem Wetter. Und wenn es sonnig ist, das mögen die Würmer gar nicht, die verziehen sich also relativ schnell nach unten. Dann nimmt man also nach relativ kurzer Zeit schon die erste Schicht weg. Und wenn die Würmer hier in der zweiten Schicht sind, muss man noch mal ein bisschen warten, dann kann man die auch abnehmen. Und da, wo die Würmchen drin sind, das kann man dann wieder in die zweite Kiste dazugeben. Das ist also eine Methode, wie man das sehr schonend machen kann. Wenn man jetzt den Wurmkompost zum Beispiel in so einem geschlossenen Kompostsilo drin hat, dann macht man das am besten so, dass man also versucht, das Kompostsilo entweder zu zweit runterzuziehen, oben drüber hebt, oder die vordere Tür komplett abbaut. Dann ist es in der Regel so, dass in der obersten Schicht da ist ja noch viel unzersetztes Material. Das ganze unzersetzte Material legt man auf einen Stapel. Dann kommt so eine Mittelschicht, wo also ganz feste gearbeitet wird und sehr, sehr viele Würmer drin sind. Diese Schicht tut man also auch sehr vorsichtig runterheben und legt es auf den zweiten Stapel. Und in der untersten Schicht muss man dann so ein bisschen schauen, wo die beginnt. Da ist dann eigentlich der fertige Wurmkompost. Manche Kompostsilos haben vorne so eine Klappe, wo man einfach mit der Schaufel reinfahren kann und was rausnehmen kann. Das ist dann natürlich auch ganz bequem. Wenn man den Kompost dann wieder aufstapelt, also erst die Schicht mit den Würmern rein, die mittlere Schicht, die produktive Schicht, wo also gerade das Leben tobt und die Würmer voll in der Arbeit sind, und dann oben das unzersetzte Material wieder drauf. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht so durcheinander bringt, weil das würde die Würmer schon sehr stören. So, diesmal habe ich wieder Folie eingebaut, dass ich vor lauter Begeisterung nicht durchspreche und euch nicht zum Fragen kommen lasse. Jetzt gehen wir mal. Ich kann die runterschreiben. Ah ja, die Gudrun hilft mir, die genau, hat das die beobachtet. Die erste war von der Henrike aus, die höre mich jetzt gar nicht, das war die erste. Wie groß sollte die Box sein für einen vegetarischen Vier-Personen-Haushalt? Ich denke, 5 bis 10 Liter Biomüll haben wir pro Woche. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Muss ich mal so ein bisschen schauen. Ich würde dann schon eine Box wählen, für fast so ein kleines geschlossenes Kompostsilo eigentlich. Weil wenn man sagt, ihr habt 10 Liter Biomüll, das sind in 10 Tagen 100 Liter, würde ich ein kleines Kompostsilo wählen. Also 200 bis 300 Liter schon, weil gerade im Anfangsstadium geht es ja nicht so schnell mit den Würmern. Dann gab es von Anne, wie oft muss der Wurmtee und die regelmäßig abgelassen werden? Wie oft muss der Wurmtee abgelassen werden? Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie groß euer Wurmbesatz schon ist. Am Anfang, da schaut man immer nach, da ist noch kein Tröpfchen da, und wenn dann so nach und nach plötzlich ganz viele Würmer arbeiten, dann entsteht mehr. Das heißt, ihr müsst einfach regelmäßig schauen und auch so ein bisschen das Gefühl dafür entwickeln, die Würmer sollten halt nicht in ihrem eigenen Saft stehen. Also so, dass das immer schön trocken ist unten. So, die Würmer sind die gleichen in Kompost oder Wurmkompost? Ja, nicht ganz. Also im Wurmkompost ist hauptsächlich diese Art, wo ich euch das Bild gezeigt habe, der Kompostwurm. Und im normalen Kompost, da finden sich unterschiedliche Würmer ein. Also wenn man die mal so rausnehmen wird und nebeneinander hinlegen, würde man sehen, das sind unterschiedliche Arten, weil in einem offenen Kompost-Silo oder in der Kompostmiete, da kommen die Würmer erst später, wenn die Hitze abgebaut ist, wenn ihr euch erinnert, letztes Mal, da arbeiten dann andere Würmer auch. Dann gibt es noch das hier?
Ah ja, insofern auch eine Frage zum Futter. Lauch wird dann wahrscheinlich auch zu scharf sein. Lauch in kleinen Mengen. Also man kann auch Zwiebel- und Knoblauchschalen in kleinen Mengen dazu tun. Wenn es so ein, zwei Zwiebelchen und ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Lauch, einmal pro Woche ist das in Ordnung. Aber man sollte halt nicht regelmäßig viel reingeben. Das mögen sie nicht. Paprika, also gefragt. Genau, dann habe ich eine ganze Liste von der Monika bekommen aus Freiburg. Das, aha, ah ja, jetzt kommt noch eine, dann nehmen wir die zuerst. Wodurch entsteht eigentlich die Hitze im normalen Kompost? Ich nehme mal an, mit normalen Kompost meinst du das Kompostsilo, das offene und das geschlossene. Da entsteht keine große Hitze. Große Hitze entsteht immer nur, wenn man eine große Menge Material auf einmal aufsetzt. Das ist entweder in der Miete oder in den Kompostsilos, wenn sie halt auf einmal voll befüllt werden. Ihr habt am Anfang das Bild von meinem Kompost gesehen. Das ist ein großes Kompostsilo mit 1 Meter auf 1 Meter und 80 Zentimeter hoch. Das heißt, das hat ein Volumen von 800 Milliliter und wenn man das auf einmal aufsetzt, so wie ich euch das letzte Mal lang und breit schon erklärt habe, mit dem richtigen CN-Verhältnis, trockene und feuchte Materialien, Strukturmaterial, strukturreiches Material und strukturarmes Material und das möglichst gut durchmischt, dann entsteht die Hitze. Wenn man immer nur kleine Mengen drauf gibt, dann ist es eher dieser Kaltkompost, wo eigentlich, sage ich mal, das ist immer schwer, so eine generelle Aussage zu treffen, weil jeder Kompost anders Sie will ist. gerne wissen, warum wird es heiß? Genau deswegen, weil diese große Menge an Materialien dann sehr viele Mikroorganismen arbeiten und die machen die Hitze. Also dieser Prozess, dass die stickstoffhaltigen Materialien, wo viel Eiweiß drin ist, von den ganzen Mikroben gefressen und dann gearbeitet wird, das macht die Hitze. Kann jetzt noch was zur Wurmfarm? Ja. Das muss man im Winter machen. Im Winter muss man beachten, dass wenn man eine kleine Wurmform hat, also in einem Behälter oder einer Box, dann gehört die ins Haus gestellt oder in den Keller oder in einen Schuppen, wo es nicht so kalt ist. Wenn man so einen Thermokomposter hat, so einen geschlossenen, da ballen sich die irgendwo in der Mitte, in der unteren Bereich, in der Mitte zusammen, die mögen es halt nicht so kalt. Dann noch welche Maschenweide. Maschenweite, ein halber Zentimeter genügt da. Also die sind ja sehr schlank und klein, die kommen da schon durch, was es halt Ah, so gibt. Kompostsieb, meint sie. Ah, Kompostsieb. Ja, das Kompostsieb, das ihr bei mir gesehen habt, das hat eine relativ kleine Maschenweite, das ist so ein bisschen über einen Zentimeter. Und ich finde das sehr toll, weil das ist halt dann schon ganz feines Material, das man auch mit Erde gemischt dann klein die Anzuchttöpfe geben kann. Da ist dann nicht mehr viel Geäst und anderes Gestein und so Zeugs dabei. So, ich habe von der Monika noch eine Frage, muss mal gerade schauen, wo sie ist. Was passiert, wenn im Thermokompost, das sich im Laufe der Zeit eine Wurmform etabliert hat? Sollte man den Inhalt doch umsetzen? Da braucht man dann nicht so oft umsetzen. Das passiert eigentlich, wenn man zwischendrin immer mal den Wurmkompost erntet, so wie ich es vorhin beschrieben habe, dass man die Schichten getrennt rausnimmt und nachher in der richtigen Reihenfolge wieder neu setzt. Und dann war noch die Frage, wenn das Material im unteren Bereich des Thermoskomposters recht verdichtet ist, ob das auf einen Mangel von Strukturmaterial hindeutet. Ist immer schwierig hier aus dem Raum heraus zu beantworten. Aus dem Gefühl raus, sage ich mal, verdichtet ist es immer dann, wenn zu wenig Material dabei ist, das für eine Belüftung sorgt, also Häcksel oder grobe Äste. Es kann aber auch sein, dass du unter verdichtet was anderes meinst wie ich und das ist einfach schon fertiger Wurmkompost. Also nochmal nachschauen. Und ansonsten, wenn das Material sehr verdichtet ist, dann kannst du das auch rausnehmen und so verteilen.
als Mulchmaterial oben, also obendrauf auf die Gemüsebeete oder Staudenbeete oder wo auch immer so verteilen. Dann kriegt es nochmal Sauerstoff und reift dann auf der Fläche nach. So, ich habe seit etwa einer Woche meine Wurmkiste eingeweiht. Oben bildet sich weißer Schimmel. Ist das bedenklich? Ja, das müsste ich jetzt sehen. Also das kann durchaus sein. Die Würmer arbeiten ja auch mit Bakterien und da finden sich auch Pilze ein, dass das ein Myzel ist von Pilzen, die normalerweise auch im Kompost vorhanden sind und nichts Schlechtes. Also weißer Schimmel ist immer besser, wie wenn es grau-bläulicher schwarzer Schimmel ist. Das ist immer schon mal ganz schlecht. Also das könnte jetzt ein Pilz sein. Du solltest halt nochmal überlegen, hast du zu viel Material auf einmal reingegeben? War das Material zu feucht? Vielleicht kann man ein bisschen was Trockenes, ein bisschen Pappe dazugeben oder ein bisschen Laub oder so, dass es dann, wenn es zu feucht, also meistens ist das Problem, wenn es zu feucht war, dass das dann ein bisschen aufsaugt. So, gut, dann haben wir den Block schon abgearbeitet. Dann gehen wir ins nächste Thema, ins Thema Bokashi. Und damit man Bokashi in einem geschlossenen Eimer im Haus machen kann, muss man mit effektiven Mikroorganismen arbeiten. Deswegen stelle ich das kurz vor, was das ist. Also, erst einmal Mikroorganismen kommen überall auf der Welt vor, sind auf unserer Haut, sind in unserem Darm. Und ohne die entsprechenden Mikroben auf der Welt gäbe es kein Leben. Das ist also komplett natürlich und die kommen überall vor. Wir kennen bestimmte Mikroorganismen, wie zum Beispiel die Milchsäurekulturen im Joghurt, im Kefir, in der Weinherstellung, in der Bierherstellung, im Brot, mit dem Sauerteig, in der Silage, in der Landwirtschaft und natürlich in unserem Kulturkreis ist das bekannteste milchsaure Produkt das Sauerkraut. In den asiatischen Ländern gibt es zum Beispiel die milchsauer vergorenen Kohl oder die Sojasauce oder Misopaste. Also das gibt es schon ganz, ganz lange. Und die Milchsäurebakterien sind einfach jene, die produzieren Milchsäure, darum heißen sie so, machen ein sehr saures Milieu und in diesem sauren Milieu können sich keine krankmachenden Keime halten. Deswegen haben die Menschen das auch irgendwann entdeckt, dass das ein wunderbares Mittel zur Konservierung ist. Diese effektiven Mikroorganismen sind eine konkret definierte Zusammenstellung von verschiedenen, und das ist jetzt wichtig, aeroben und anaeroben Mikroben. Das sind also Mikroben mit Sauerstoff und welche, die ohne Sauerstoff arbeiten. Erforscht und entwickelt hat sie ein japanischer Agrarwissenschaftler, da könnt ihr jetzt eine Stunde dazu sprechen, wie er es herausgefunden hat. Der Professor Higa, der hat einen Forschungsauftrag in Japan gekriegt, schon in den 70er Jahren, weil dort die Böden schon unter Bodenermüdung gelitten haben und so stark nachgelassen haben. Effektive Mikroorganismen unter dem eingetragenen Begriff EM sind im Biolandbau bei unseren Biolandverbänden als Bodenhilfsstoff zugelassen und die Hauptarbeit, die sie machen, dass sie das Bodenleben wieder aktivieren. Also viele Biobetriebe und Gärtnereien arbeiten auch damit. Sie werden natürlich vermehrt, das ist mir ganz wichtig, dass sie also nicht gentechnisch erzeugt werden und wirken auf ganz vielfältige Weise auf verschiedenen Ebenen. Mal so eine ganz kurze Einführung für euch, dass ihr so ein bisschen wisst, von was ich da spreche. Die sind eingeteilt in drei Hauptgruppen, die Hefen, die Photosynthesebakterien, die Milchsäurebakterien und in jedem gesunden Boden sind also diese Mikroorganismen da. Nicht nur im japanischen Milieu, sondern auch bei uns. Der Professor Higa hat also Gruppen ausgewählt und Arten, die auf der ganzen Welt vorkommen, so dass man nicht in seinem Boden, in seinem Garten irgendwie was durcheinander
bringt und das natürliche Gefüge stören würde. Die Mikroorganismen werden verkauft in einer Nährlösung und leben dort, das ist so ein schöner Ausdruck hier, in friedlicher Koexistenz miteinander und sie unterstützen regenerative Prozesse, das heißt alles Aufbauende. Also die positive Entwicklung, so wie ich es euch erklärt habe, der Unterschied zwischen Kompost und Faulhaufen. Der Unterschied, wenn ich einen Sauerkrautkopf irgendwo ernte und wird den draußen vergessen, dann wäre er nach einer Zeit verfault und wird fürchterlich stinken. Und wenn ich den Krautkopf nehme und rufe ihn ein und stampfe ihn fest, das Salz ist gar nicht für die Konservierung, sondern nur für den Geschmack und schließt es luftdicht ab, dann habe ich ein Produkt, das nachher hochwertiger ist, wenn man es untersuchen würde, wie der Ausgangsstoff des rohe Kraut. Weil nämlich die ganzen Mikroben, die hier natürlich an dem Kraut, das draußen in einer gesunden Umgebung gewachsen ist, sind diese Bakterien ohnehin an den Blättern und werden mit eingearbeitet. Und das Sauerkraut hat mehr Vitamin C, hat mehr Enzyme, hat mehr antioxidative Stoffe. Die kommen dadurch, dass diese ganzen kleinen Helferchen am Material arbeiten und ich gebrauche immer so einen Ausdruck, den ich gern hernehme, und das Umwesen und durch ihre Ausscheidungsprodukte einfach aufwerten und verbessern. Es sind, früher hieß es also, die erste Mischung, die Professor Higgers so zusammengestellt hat, es sind circa 80 Arten. Er hat es mittlerweile ein paar Mal überarbeitet und ich habe nichts gefunden, wie viel es genau sind. Also es ist eine ganze Menge, die miteinander arbeitet. Und in dieser Nährlösung ist es so, das muss man sich vorstellen, wie so ein Kreislauf. Sind auch verschiedene Zucker drin. Die erste Gruppe, die ernährt sich von diesen Zuckern und die scheidet was aus. Und die andere Gruppe ernährt sich von dem. Und so ist es, dass das immer wie so im Kreis rundherum, ich sehe gerade, mein Zeiger ist wieder weggehüpft, jetzt ist er wieder da. Das ist also dann so ein Kreislauf, wo sich eine Gruppe von den Ausscheidungsprodukten der anderen ernährt und somit können aerobe und anaerobe Mikroben in einer Flasche leben. So, das ist jetzt so ein Schnellkursus. Ich weiß, das ist so eine ganz eigene Materie, wo man vielleicht auch sich, wenn es einem interessiert, noch mal ein bisschen einlesen will. Damit ihr diesen Unterschied noch mal vor Augen habt, habe ich euch so eine Tabelle gemacht. Es geht also so spaltenweise nach unten. Das eine ist, wenn ein Prozess, wie vorhin das Beispiel mit dem Krautkopf, das finde ich passt ganz gut hier, wenn man irgendwo was vergisst und das fängt an zu faulen, dann riecht man das auch. Es entstehen so Wasserstoffverbindungen, es entsteht Methan, es entsteht Ammoniak und das sind Gase, die stinken, das sind auch schädliche Gase für die Atmosphäre und es ist toxisch für das Bodenleben, wo also immer so ein Prozess gelaufen ist, hauen erst einmal die ganzen Mikroben ab, ein Teil stirbt auch und an der Stelle dauert es eine ganze Weile, bis sich das alles wieder regeneriert hat und wieder im natürlichen Gleichgewicht ist. Die zweite Spalte ist die Rotte. Das ist also das, was im Kompost passiert und da geht man jetzt hier aus von einer Kompostmiete oder einer Menge Kompost, die man auf einmal ansetzt, dass man diese hohe Temperatur bekommt, wo also dieser ganze Prozess abläuft mit der hohen Mikrobentätigkeit, wo also diese Hitze entsteht. Da entstehen hier Sauerstoffverbindungen. Es entsteht etwas Kohlendioxid, es entsteht etwas Nitrat, es entstehen Phosphorverbindungen. Und je besser ihr euren Kompost aufgesetzt habt, also je besser die Materialien gemischt sind, je besser also wie gut ihr euch an dem Stickstoff-Kohlenstoff-Verhältnis orientiert habt, wie gut ihr feuchte und nasse Gartenabfälle gemischt habt, strukturreich und strukturarm, umso weniger entsteht hier, weil das wird dann einfach besser gebunden. Kompost
Am Ende ist ein Material, das das Bodenleben fördert. Und es gibt je nachdem geringe oder größere Energieverluste durch die flüchtigen Stoffe. So, und im Vergleich dazu jetzt das Bokashieren, das die Fermentation ist. Und da braucht ihr euch immer nur an der Vorstellung der Sauerkrautherstellung orientieren. Es ist zwar ein bisschen reduziert, weil im Bokashi mehr Stämme und Arten arbeiten als nur die Milchsäurebakterien. Aber von der Vorstellung her ist man immer richtig, wenn man Bokashi macht und man denkt an die Sauerkrautherstellung. Es entstehen hier wie beim Kompost Sauerstoffverbindungen und verschiedene organische Bausteine. Es entstehen zusätzlich Zucker wie bei der Photosynthese und es entsteht auch Kohlenstoffdioxid. Und es entstehen das, was ich euch beim Sauerkraut erzählt habe, das fertige Sauerkraut, wenn man untersucht, ist auch hier das fertige Material, sind mehr Aminosäuren, Proteine und Fermente drin, als vorher drin war. Das ist durch diese ganz starke Mikrobentätigkeit und das sind die anaeroben Mikroben, die hier arbeiten, ohne Sauerstoff. Aber eben spezielle Stämme, nicht diejenigen, die für die Fäulnis zuständig sind. Das wären die abbauenden Mikrobenstämme, die degenerierenden. Hier arbeiten die aufbauenden, die regenerierend. Regenerierend ist also immer gesundheitsfördernd. Die fördern auch das Bodenlebewesen und es gibt weniger Verluste, wenn das Material sofort vererdet wird. Ich habe also die letzte Woche auch nochmal viel nachgelesen, um vielleicht, ich befürchte, die Frage kommt, ob das eine besser ist oder das andere und wo wird mehr CO2 ausgestoßen, da oder dort. Es gibt ganz wenig Untersuchungen im Internet zu finden, die konkrete Zahlen nennen. Also ich habe eine Studie in Österreich gefunden, wo sie Kompostierung und Fermentierung verglichen haben miteinander. Aber damit man wissenschaftlich arbeitet, haben sie dieses fermentierte Material, wie die Fermentation fertig war, anschließend verkompostiert. Und das, dann war der Erfolg nicht so groß. Also die Untersuchungen haben ergeben, wenn das Material fermentiert ist, da sind weniger Verluste wie beim Kompost, nachdem das Material hier, das Bokashi-Material, anschließend nochmal verkompostiert worden ist, hat man ja dann nochmal diesen Prozess hier zusätzlich angeschmissen und dann war am Ende von dem Material mehr weg, wie wenn nur kompostiert wird. Was ja nur beweist, wenn man den Bokashi dann sofort verwendet, so sollte man es auch machen, dann ist es sofort pflanzenverfügbar nach kurzer Zeit und die Pflanzen nehmen das gleich auf. Also man sollte es nicht dann nochmal einen Kompostierungsprozess durchlaufen lassen. Wäre auch schade drum. So, ja, was braucht man alles, wenn man Bokashi machen möchte? Bokashi wird wie Sauerkraut in einem geschlossenen Eimer gemacht. Man kann, wie bei fast allen Dingen, im Laden ein fertiges Modell kaufen. Das ist also relativ hochpreisig, kommt aus Japan, ist ein Eimer mit einem Siebeinsatz und einem Hahn, wo man den anfallenden, wie beim Wurmsaft, den anfallenden Sickersaft ablassen kann. Man kann sich so einen Eimer auch selber bauen. Da habe ich euch unten hier einen Internetlink, wo das schön beschrieben ist. Das ist also ganz einfach mit zwei Eimern, die man ineinander stecken kann, die einen Deckel haben, wo man im inneren Eimer Löcher reinbohrt, das abläuft und den unteren Eimer dann irgendwas rein macht, dass man Saft ablaufen kann, kann man sich auch zum Ausprobieren, zum Kennenlernen einfach was selber bauen. Und am besten keine neuen Eimer kaufen, sondern schauen in so Kantinen oder so, fallen so Eimer an, die weggeschmissen werden und die sind auch aus einem lebensmittelgerechten Kunststoff. So als kleinen Ökotipp. Was braucht man, um Bokashi herzustellen? Man braucht Küchenabfälle, man braucht also diese effektiven Mikroorganismen, man braucht Urgesteinsmehl, man braucht diesen Eimer, den man luftdicht abschließen kann. Und was anfällt, ist dieser Sickersaft, der dann alle ein bis zwei Tage abgelassen werden soll. Genauso wie bei den Würmern ist es so, dass der Saft nicht
im Material stehen soll, weil das dann sonst versottet. So, wie geht das Ganze? Man sammelt also seine Küchenmaterialien und sprüht die dann jede Portion mit EM ein. Man verdünnt dieses EM, das gibt es zu kaufen. Also hier in München gibt es zum Beispiel einen Laden, den EM-Laden, der auch einen Internetversand hat. Wenn ihr aber ins Internet schaut, da gibt es mittlerweile schon ganz viele Anbieter. Man kauft also diese Lösung, die dann immer 1 zu 50 bis 1 zu 200 verdünnt werden kann. Ist also sehr ergiebig. Wichtig ist, dass man jede Portion Küchenabfälle gut einsprüht, in den Eimer gibt, fest zusammendrückt, so wie man das Sauerkraut einstampft und dann ein Brettchen drauf macht. Oder ich nehme immer ein Plastiksäckchen, wo ich eine Schaufel voll Sand rein tue und das dann zusammenpresst, dass das möglichst luftdicht ist. Das macht man so lange, bis der Eimer voll ist. Wenn der Eimer voll ist, muss es 3 Wochen stehen bleiben, dass also auch das letzte Material, das oben reingekommen ist, noch fermentieren kann. Das nennt man die erste Phase, die Fermentierungsphase. Danach kommt die zweite Phase, die Vererdungsphase. Wenn dieses Material hier fertig fermentiert ist, bildet sich in der Regel auch eine weiße Pilzschicht. Da meinen auch viele, dass es schimmelt, ist aber kein Schimmel, sondern das sind diese fermentaktiven Pilze. Also auf keinen Fall Angst kriegen und das wegwerfen, haben wir schon öfter mal Leute erzählt, sie dachten, jetzt ist es kaputt und haben es weggeworfen. Das wäre genau richtig, wäre genau das, was man will. Dieses Material ist nach diesen 3 Wochen so sauer wie Sauerkraut, weil es hat in dieser ersten Phase arbeiten hauptsächlich die Milchsäurebakterien und ein paar andere anaerobe Stämme und es wird Milchsäure produziert und das Material hat einen pH-Wert, der in etwa dem entspricht wie Essig, also so zwischen 3 und 3,5. Und das dürft ihr, das müsst ihr euch merken, ganz wichtig, niemals direkt zu den Pflanzen und zu den Wurzeln geben. Man hat jetzt die Möglichkeit der Vererdung des Materials, wenn man also schön ordentlich in seine Kulturen in Reihen anpflanzt, dass man dazwischen kleine Gräben macht, die so 10 bis 15 cm tief sind, also mit der Spitzhacke so spitze Gräben macht und dann füllt man dieses Bokashi ein und achtet darauf, dass also so ungefähr 20 cm zu den Wurzeln Abstand ist. Dann bedeckt man das mit Erde und das Material vererdet in diesen Gräben und die Pflanzenwurzeln, da gibt es also Untersuchungen und Bilder dazu, die wachsen dann direkt zu dem Bokashi hin, ganz stark, wesentlich stärker wie auf die anderen Seiten und ziehen sich da die Nährstoffe direkt raus. Man kann aber auch eine andere Möglichkeit wählen. Ich mache das zum Beispiel auch immer auf meiner Reservefläche neben dem zweiten Kompost, dass ich eine kleine Grube aushebe, so tief, dass der Eimer voll Bokashi reinpasst. Gibt das Bokashi rein, stich ein, zweimal mit der Grabgabel rein, lockert das ein bisschen auf, gebe ein bisschen Erde dazu und deckt es dann mit 10 cm ab. In dieser zweiten Phase ist es also wichtig, dass wir die ganzen Mikroben, die mit Sauerstoff arbeiten, jetzt der Sauerstoff hin kann und deckt es mit Erde ab. Das Abdecken ist auch immer wichtig, dass es nicht austrocknet und die Sonne nicht hinbrennt, weil in diesem Bokashi arbeiten sehr viele Mikroben, die es dunkel mögen. Wenn ihr von meinem ersten Vortrag an diesen Bodenhorizont denkt, dann gibt es die Mikroben, die unten in der Humusschicht sind, wo es dunkel und Luft, also ohne Sauerstoff ist, und es gibt die Mikroben, die oben arbeiten, mit Licht und mit Luft. Das ist also in dieser zweiten Phase, arbeiten die mit Licht und Luft. Die werden dann so richtig aktiviert, wenn der Sauerstoff da ist. Dann vererdet dieses Bokashi in dieser kleinen Gruppe 3 Wochen und nach diesen 3 Wochen sieht es aus wie Grobkompost. Wenn das aus dem Eimer rauskommt, sieht man meinetwegen, nehmen wir mal das Beispiel, wenn da roter Paprika drin ist, ein Stück, dann sieht man die Farbe und die Struktur noch und wenn es vererdet ist, ist es wie Grobkompost. Man sieht noch ein bisschen von den groberen Stücken, dass noch was da ist, aber die Farbe
hat sich vererdet, also es ist so bräunlich wie Kompost. So, ja genau. Dann bin ich mit diesem Teil schon durch und das sind jetzt bestimmt ganz viele Fragen aufgetaucht, weil das ist gar nicht so viel. Dann habt ihr es Genau, gut das ist mir verstanden. jetzt. So, Kaffeesatz bekommt leicht einen orangefarbenen Schimmel. Ist das okay oder giftig? Das habe ich selber jetzt noch nie bemerkt. Das hört sich aber eher nicht gut an. Also versuchen den Kaffeesatz nicht zu viel auf einmal. Kaffeesatz sollte man immer nur in haushaltsüblichen Mengen dazugeben. Ich hatte mal auf einem Vortrag eine Dame, die mir erzählt hat, sie hat sich vom naheliegenden Kaffee immer den ganzen Tages, ja, wie sage ich, vom ganzen Tagesbetrieb den Kaffeesatz geholt und alles auf den Kompost. Und es hat ihren Pflanzen nicht gut getan. Also zu viel Kaffeesatz ist nicht gut für die Pflanzen. Da sind auch in geringen Mengen Schwermetalle drin und verschiedene Säuren, die dann nicht mehr günstig sind. Also den gut verteilen und anderes Material dazu, sollte eigentlich nichts passieren und nicht zu große Mengen. So. EMs und wann und wo werden die produziert? Soll ich da hinscrollen? Ich weiß So. Die hier? Ah, da. Wo und wie werden die EMs hergestellt? Also die effektiven Mikroorganismen werden vermehrt. Das heißt, man kann sie auch selber vermehren, wenn man sich da tiefer hineinarbeiten will. Gibt es eine Lösung, wo sie in der konzentrierten Zusammensetzung da sind und man braucht dann Wasser dazu, man braucht Zuckerrohrmelasse dazu und man braucht einen Behälter, den man erhitzen kann. Die müssen dann, ich glaube, so 7 bis 8 Tage zwischen 35 und 38 Grad bebrütet werden und dann hat man sie vermehrt. So werden sie auch hergestellt. Es gibt verschiedene Firmen, also die Firma, die mit Professor Higa zusammenarbeitet, dem sogenannten Erfinder, Erforscher, die heißt Emico und die produzieren in Deutschland. Es gibt in Österreich eine Firma, die heißt Multikraft, die produzieren auch selber. Und die züchten ihre Stämme einzeln und setzen es dann in der richtigen Mischung zusammen und vermehren es dann. Das bezog sich auf die letzte Folie, den ersten Punkt, den du hast. 3 Wochen bei einem Sommer wie dieses Jahr. Ja, das ist so. Je wärmer es ist, desto schneller arbeiten die Mikroorganismen. Und wenn wir so einen heißen Sommer wie dieses Jahr hatten, ist alles etwas schneller gegangen. Also da war das auch schneller fertig. Ich hoffe, das ist soweit beantwortet. Wenn nicht, nochmal ein bisschen konkreter schreiben, was die Frage war mit den 3 Wochen. So, brauchen die Photosynthesebakterien kein Licht oder falls doch, wann und wo bekommen sie es? Das ist immer so defizil mit den vielen Bakterienkulturen, die drin sind. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, in welcher Schicht die gerade sind. Auf jeden Fall ist es so, dass sie generell abgedeckt werden sollen, wenn man Bokashi ausgebracht hat, weil die Mikroben, die organisieren sich im Boden dann auch. Also auch wenn man Pflanzen zum Beispiel besprüht, sollte man das bei bedecktem Himmel machen. Und diejenigen, die dann mehr Licht haben wollen, die arbeiten sich dann schon in diesem Bereich vor. Hingegen die, die kein Licht vertragen, die würden einfach absterben. So, was haben wir denn noch? Hast du Erfahrungen gemacht mit anderen EMs? Produkten aus der traditionellen Herstellung von zum Beispiel Sauerteig, Joghurt oder Sauerkraut. Ja, also ich habe das schon mal probiert mit Sauerkrautsaft, das geht auch. Es ist ja so, dass in der Landwirtschaft das Silo auch ohne EM funktioniert. Es sind halt dann, wenn ich Sauerkrautsaft nehme, nur Milchsäurebakterien und nicht das ganze Spektrum dabei. Da kommen jetzt nachher bei Therapreta noch ein paar Folien
die für diese Frage interessant sind, wie man das macht. Ich stelle mir immer die Frage, muss ich ein Produkt kaufen oder kann ich das selber irgendwie anders machen? Wie haben es früher unsere Vorfahren gemacht? In der Natur muss das ja auch ohne immer extra Produkte funktionieren. Und deswegen würde ich sagen, dass man diese EMs also in erster Linie braucht, wenn man zu Hause im geschlossenen Raum in einen Eimer ein milchsauer fermentiertes Produkt herstellen will. Übrigens mit Joghurt geht es auch, das habe ich nicht selber ausprobiert, sondern das hat jemand anderer gemacht und mir erzählt. Also es entsteht ein milchsaures Produkt. Die EM-Leute beschreiben ja immer diese vielfältigen Wirkungen, die passieren, wenn man das Bokashi ausbringt. Und ich denke schon, dass da die Vielzahl der Mikrobenmischung eben auch diese vielen Stoffe produzieren, mehr wie nur die Milchsäure, wo diese fermentaktiven Stoffe, diese guten Proteine und diese aufbauenden, regenerierenden Stoffe einfach entstehen. Ich denke, es ist schon noch ein bisschen mehr als nur Milchsäure, aber das ist immer, probiert es einfach aus und riecht es nachher an dem Produkt. Wenn das gut milchsauer riecht, ist es immer ein gutes Produkt, das dann auch von der Natur gerne angenommen wird. Wunderbar, die nächste Frage. Aha, was ist los, wenn der Bokashi einmal beim Leeren stinkt? Also, stinkt ist ja immer relativ. Je länger man braucht, bis man den Eimer voll bekommen hat, umso intensiver wird der Geruch. Und wenn ich zu meinen Vorträgen so ein bisschen Bokashi mitnehme und lasse das durch die Reihen gehen, dann sagen die einen, da riecht gut, und die anderen, boah, stinkt es. Also das ist so eine Geschichte. Es soll sauer riechen, also richtig faul stinken. Dann ist es schief gegangen. Aber wenn das stark milchsauer riecht, mehr oder weniger, also je länger das drin liegt, umso stärker ist der Milchsäuregeruch, umso intensiver. Und wenn man den Saft nicht ablassen hat, dann riecht es auch ziemlich, ja, schon grenzwertig, würde ich sagen. Mhm. So, was haben wir da? Ist Bokashi dann also auch gut, um ein Animpfsubstrat herzustellen für einen anzulegenden Kompost in einem bislang kompostlosen Garten? Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also im Prinzip sind auch in einem kompostlosen Garten im Boden genug von den Mikroben da, die man braucht. Das kann halt sein, dass es nicht so schnell, dass die erste Charge Kompost nicht so schnell durchgearbeitet wird. Aber man kann so einen Eimer voll Bokashi machen und kann den ins Material mischen. Geht. Man kann sich von jemandem ein paar Schaufeln Kompost besorgen. Geht genauso gut. Dann hat der Uli nochmal seine Frage konkretisiert. Ja. Ob man dann die Stellen gießen soll. Welche Stelle gießen soll? Weißt du das noch? Um was ging es da? Frage, jetzt gerade schon hier, aus dem Kopf. 3 Wochen bei einem Sommer wie diesem Jahr. Das war deine letzte Folie davor, dieser erste Punkt. Ich schaue mal noch mal schnell nach. Hier. Ja, genau, das habe ich jetzt. Jetzt weiß ich, um was es geht, Uli. Das ist immer gut, wenn man mit effektiven Mikroorganismen arbeitet und man hat sie dann eh da in der Flasche. Das hat ja auch eine Verfallszeit, weil diese lebendigen Mikroben diese Nährlösung verzehren, und wenn man es zu lange aufbewahrt, dann gehen sie kaputt, dann ist es auch besser, man bringt es auf die Fläche aus. Es wird also immer empfohlen, wenn man Bokashi ausgebracht hat, dass man dann mit EM das begießt, dass also nochmal die entsprechenden Mikroben da sind, die diesen Startprozess gut voranbringen. Für mich ist immer so die Frage, ich versuche ja immer so das ganze System im Auge zu haben, hat man jetzt einen Boden, der gut ist,
Dann braucht es das nicht, wo das Bodenlebewesen in Ordnung ist und alles super läuft, dann sind da genügend Mikroben. Hat man jetzt zum Beispiel letztes Mal, na, die Monika hat die Frage gestellt mit einem sehr lehmigen Boden. Hat man einen sehr lehmigen Boden, der sehr hart ist und sehr verdichtet und einfach da noch nicht viel los ist, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen, dass man da auch regelmäßig mit EM gießt und vor allen Dingen das Bokashi angießt, weil das liegt da eine ganze Weile, bis der Prozess erst richtig anläuft. So, muss man bestimmte organische Materialien meiden, wie beim Wurmkompost, oder kann der ganze Bioabfall verarbeitet werden? Ja, super Frage. Man kann alles verwenden, weil die Mikroorganismen, die mögen alles, die dann das komplette Material durcharbeiten. Und in vielen Büchern steht auch, dass man hier sogar Speisereste verwenden kann. Ich persönlich mag das nicht. Ich bin der Meinung, man soll so viel kochen, wie man aufisst, dass man nichts zum Wegschmeißen hat. Aber das habe ich noch nie ausprobiert, aber das steht in ganz vielen Empfehlungen, dass das auch möglich ist. Da gab es auch einen Versuch dazu, dass man sogar einen größeren Knochen von einem Stück Fleisch mit hineingegeben hat und den bokaschiert hat, nachher in die Erde ausgebracht und der war es nach 3 Monaten dann zersetzt. Jeder, der weiß, wenn mal so Knöchelchen im Kompost sind, die wirft man oft 4, 5 Mal beim Kompost durch sieben durch. Das heißt, manchmal sind die 2 Jahre drin. Also wir hatten mal einen Knochen drin, den habe ich drin lassen, um das zu beobachten. Der war also sehr lange drin, bis ich ihn nicht mehr gefunden habe. Geht es irgendwie mit ohne Licht? Keine Ahnung. Ohne Licht keine Photosynthese. Die Photosynthesebakterien arbeiten anders wie die Photosynthese. Das ist etwas verwirrend. Brauchen sie nicht. Passt so. Die arbeiten, ich habe jetzt leider dieses Blatt nicht dabei, weiß immer nicht auswendig, weil das so viel, die Mikroben so unterschiedliche Aufgaben und Tätigkeiten haben. Ich glaube, die arbeiten mit Stickstoff. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Müsste ich, wenn, dann nochmal nachschauen und nachliefern. So, dann müsste es mit Wasserkefir oder Kombucha auch gehen. Könnte ich mir vorstellen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Gern ausprobieren und bin ich auch sehr neugierig, wenn es klappt, weil das ist auch eine Mikrobenmischung, eine ganz spezielle und auf jeden Fall, nachdem das ja was ist, was in vielen Büchern ganz viele gesundheitliche Wirkungen beschrieben haben, sind, das tut den Darm gut und was den Darm gut tut, tut der Erde gut, weil das ist ja ganz ähnlich im Aufbau. So, ist EM vielleicht nur Beutelschneiderei? Naja, das funktioniert auf jeden Fall. Ich habe viele Jahre im Garten bei mir mit EM gearbeitet, vor allen Dingen am Anfang, wo mein Boden noch sehr schlecht ist. Wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss es nicht unbedingt haben. Wenn man guten Kompost macht oder wenn man Wurmkompost macht, dann braucht man es nicht. Es geht ja immer darum, dass wir mit diesem Angebot jetzt mal was anbieten wollten. Zum einen, wie macht man guten Kompost? Und zum anderen auch noch alternative Möglichkeiten, wie man Bioabfälle gut verarbeiten kann. Und für Leute in der Stadt, die zum Beispiel auch einen kleinen Kreislauf schließen wollen, auf dem Balkon gärtnern wollen mit ihren Küchenabfällen, ist EM eine sehr gute Lösung. Großflächig in einem Garten, wo alles in Ordnung ist, muss man sie nicht haben. Also man kann auch zum Beispiel, wenn man guten Kompost hat, einen Komposttee machen. Man nimmt ungefähr 1 Liter Kompost, gibt es in einen 10-Liter-Eimer, lässt es 24 Stunden stehen und das Wasser, das dann da entstanden ist, man siebt es ab, ist über und über voll mit Mikroben in ähnlicher Zusammensetzung wie die EMs. Also man hat dann auch, wenn man gut gearbeitet hat mit seinem Kompost, ganz vielfältige Möglichkeit, seinen Kompost einzusetzen. Jetzt erkläre
erklärt Werner, was Uli wissen wollte, das war das Letzte hier. Ah, ich glaube, Uli will wissen, ob das die Bokashi-Vererdungsstelle feucht gehalten werden soll. Also in der Regel braucht es das nicht. Ja, ich habe es einfach nicht verstanden. Das Bokashi ist feucht und wenn die Erde, deswegen den Sommer, vielleicht wenn du meinst, wenn ich jetzt die Erdgrube aushebe und es ist komplett trocken in dieser Grube, 30 cm tief, dann sollte sie gegossen werden. Ansonsten ist die Erde feucht genug und wenn es abgedeckt ist, passt. Jetzt glaube ich, habe ich den wahren Kern deiner Frage verstanden. So, das richtige Verhältnis der Mikroorganismen hinzubekommen ist wahrscheinlich gar nicht einfach oder vielleicht geht eine Mischung aus Joghurt, Kefir, Sauerkraut und Kombucha dann schon besser als alleinige Milchsäurebakterien? Gute Frage, habe ich so natürlich noch nicht ausprobiert. Kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir das vorstellen. Man kann auch, wie ich gerade mit dem Komposttee erklärt habe, ihr könnt, wenn ihr einen guten Kompost habt, auch eine gute Mikrobenmischung zusammenbekommen, wenn ihr aus eurem Kompost einen Kompostauszug macht. Man kann zum Beispiel auch mit einer Brennnesseljauche das mikrobielle Bodenleben fördern. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es soll halt letztendlich nicht zu kompliziert werden, weil dann macht man das einmal und das war's dann. Also einen Weg finden, wie es praktikabel ist, ist gut. Genau. Ja, ich muss jetzt letzte Frage nehmen, sonst bleibt für mein letztes Thema nichts mehr übrig. Hier ist noch EM selber herstellen. Also die Mischung der effektiven Mikroorganismen selber herstellen, keine Ahnung, EM selber vermehren geht. Findet man im Internet viele Folien dazu. So, meine Lieben, ich gebe nochmal Gas und gehe ins dritte Thema. In die Terra Preta. So, der eine und andere hat vielleicht schon was gehört davon, nicht alle. Terra Preta ist eine besondere Art von Erde, die in etwa 1960er Jahren im Amazonasbecken von Archäologen entdeckt worden ist. Und ca. 10% der Fläche von Amazonien ist mit dieser Terra Preta-Erde bedeckt. Das ist was ganz Besonderes, weil nämlich normalerweise in dieser Region hier nur so ein Ferrosol-Boden ist, der extrem mager ist und der so, der ist eisenhaltig und dieses oxidierte Eisen ist so rötlich. Und diese Böden sind sehr nährstoffarm. Diese Terra Preta-Böden sind immens nährstoffreich und sehr produktiv. Und lustigerweise haben die Archäologen sehr, sehr lange daran geforscht, wie es das denn geben kann und wie das zustande gekommen ist. Und zum Erfolg geführt haben diese Forschungen letztendlich dann, als sie mit den EM-Leuten da mal zusammengearbeitet haben, dann hat sich dieses Ganze etwas aufgeschlossen. Dass das keine von Natur aus gewachsenen Böden sind, haben sie ganz schnell erkannt. Das sind nämlich pro Hektar zwischen 8.000 und 12.000 Scherben Tongefäße drin. Also da sieht man Tongefäße, Keramikgefäße von Menschen gearbeitet. Das ist also nichts, was die Natur selber produziert hat. In dieser Erde wurden gefunden Pflanzenrückstände, Knochen, Fischgräten, Tonscherben, menschliche Exkremente, Holzkohle, Asche, Mikroorganismen. Und sie haben auch, wenn man, das ist hier so ein Bodenhorizont, also durch die Erde durchgeschnitten, sie haben hier so große Aushöhlungen gefunden, wo man dann entdeckt hat, das waren also so Tongefäße, große Tongefäße, wo die Leute all diese anfallenden Abfälle des täglichen Lebens hineingegeben worden sind. Die hatten nicht so wie bei uns im Mittelalter, dass also die menschliche
sämtlichen Fäkalien mit dem Nachttopf auf die Straße gekippt worden sind und Pest und alle möglichen Krankheiten entstanden sind. Die haben das viel schlauer gemacht. Die haben also in ihre Tongefäße alles reingegeben und haben die Asche vom Feuer reingegeben und haben diese Kohlestückchen, diese sogenannte Holzkohle, die entsteht, wenn das Holz nicht ganz verbrennt, bei einer bestimmten Temperatur verkohlt, ganz gezielt, vermutet man, zur Geruchsbindung mit hineingegeben. Die Mikroorganismen sind durch diese Fäkalien mit hineingekommen und das andere waren halt so Kochabfälle des täglichen Lebens. In diesen Gefäßen, da ist also immer schön ein Deckel drauf gekommen, dass da kein Ungeziefer reinkommt, keine Fliegen und irgendwas. Und wenn dieses Gefäß voll war, ist Erde darüber geschüttet worden und ein Baum eingepflanzt worden. Und dort ist es ja bekanntlich sehr heiß, wesentlich heißer wie bei uns. Die haben also überhaupt eine andere Art der Bewirtschaftung gehabt. Die haben die sogenannte Baumscheibenkulturen, würde man es bei uns nennen, also diese Baumlebensgemeinschaften gehabt. Ein Baum war immer der Mittelpunkt und soweit seine Äste rausgereicht haben und ein bisschen Schatten gespendet haben, haben sie im Kreis und rundherum um den Baum, den mit allen dort üblichen Gemüsepflanzen bepflanzt. Den Baum, seine Wurzeln sind allmählich tiefer und tiefer und irgendwann hat der Baum den Tontopf zerdrückt und bis dahin ist da im Inneren genau das passiert, über das wir vorher gesprochen haben, nämlich milchsaure Vergärung. Und die Nährstoffe hier drin haben sich total gut gehalten und die Mikroorganismen, die durch die Fäkalien eingebracht worden sind, sind in diese Holzkohle, sind in der Holzkohle gelagert und gespeichert und so sind diese Terra Preta-Böden entstanden. Da gibt es jetzt viele unterschiedliche Aussagen. Manche Forscher behaupten, die sind 2.000 bis 3.000 Jahre alt. In manchen Dokumenten habe ich sogar Zahlen gefunden, bis zu 7.000. Und so haben diese Familien so kleinräumige Strukturen gehabt. Hinter jedem Haus war also eine Anzahl von diesen Töpfen, wo also immer wieder ein neuer aufgestellt worden ist und ein neuer Baum und neue fruchtbare Erde entstanden ist. Und so haben sich dort sehr große Städte gefunden, die sich eben selbst ernähren könnten. Jetzt muss man kurz das mit der Holzkohle erklären. Holzkohle hat also eine sehr poröse Struktur mit ganz vielen Hohlräumen. Wenn man die aufschneiden würde und unterm Mikroskop anschauen, dann bietet sich da ein ganz vielfältiger Lebensraum für die sauerstoffliebenden und die nicht sauerstoffliebenden Mikroben. Die können sich da also verkriechen und jeder findet das seine, wo er gut leben kann. Holzkohle speichert viel Wasser und kann Nährstoffe einlagern. Sie puffert Säure und ist ein idealer Lebensraum für die ganzen Organismen, die im Boden sind. Und sie wird extrem langsam abgebaut. Auch da habe ich ganz viele unterschiedliche Zahlen gefunden. Also man kann auf jeden Fall von mehreren hundert Jahren sprechen, bis Holzkohle komplett abgebaut ist. Jetzt mal so ganz interessant, der Humusgehalt im Vergleich. Unsere Ackerböden, die konventionell genutzt werden, haben oft nur noch 3% Humus. Die Gartenböden haben selten mehr als 5% Humus und Terra Preta hat 10 bis 20% Humus. Und der Phosphor- und Stickstoffgehalt in Terra Preta ist etwa 5-mal so hoch wie in normalen Böden. Da höre ich den einen oder anderen vielleicht innerlich schon aufschreien. Ja, das ist ja schlecht, weil wenn man eine Bodenprobe machen lässt und man hat zu viel von den drin, dann heißt es ja immer, dann nehmen die Pflanzen zu viel auf und aus dem vielen Stickstoff entsteht
Nitrat, das im Körper umgewandelt wird zu Nitrit, und das ist schlecht für uns. Das ist eben genau nicht der Fall, wenn Kohle im Boden ist, weil das ist da eingebunden und deswegen wird es auch nicht ausgewaschen, geht es nicht verloren. Das sind also die Vorteile von der Terra-Poeta, dass also fruchtbare Böden entstehen, sehr lange fruchtbare Böden, die ohne mineralische Düngung auskommen. Sie haben ein extrem hohes Wasserspeichervermögen. Sie haben einen stabilen Dauerhumus. Sie haben diese günstige Porenstruktur, wo also auch keine Verdichtungen stattfinden, wo ein guter Luftaustausch stattfinden kann. Es gibt keine Nährstoffauswaschung, weil die Nährstoffe nicht, also der Stickstoff nicht so wie bei einem schlechten Kompost in einer Form da ist, die sich ganz schnell wieder löst und durchs Wasser nach unten weggeht. CO2 wird eingelagert, das ist also eine Reduktion von Treibhausgasemissionen. Und was also auch gefördert wird, das sind diese Wurzelmykorrhizen. Das sind spezielle Pilze, mal gerade überlegen, zu den Pilzen können Sie, die eine Verbindung mit den Wurzeln eingehen, eine Symbiose zum Nutzen von beiden Partnern, dass sie also sich gegenseitig helfen, die Nährstoffe noch besser aufzunehmen. So, wie kann man jetzt Terra Preta im Garten herstellen? Man nimmt also organische Abfälle und nimmt jetzt eine Möglichkeit, zum Beispiel effektive Mikroorganismen, schichtet in das Gefäß, das man befüllen will, Schicht für Schicht diese organischen Abfälle ein, und jede Schicht gibt man also Kohlepulver dazu. Die Forscher empfehlen einen Volumenanteil von 10%. Das heißt, wenn man 10 Liter Eimer hätte, sollte 1 Liter Kohlepulver dazu, also möglichst Pulver. Keine Kohlestücke, keine größeren Stücke. Das Material wird wieder verdichtet. Günstig ist es auch, wenn man noch Gesteinsmehl dazu gibt, luftdicht abgeschlossen. Dann hat man wie bei der Bokashi-Herstellung diese 3 Wochen Fermentation anaerob, ohne Sauerstoff. Anschließend, das ist sehr, sehr wichtig, muss diese Masse circa 6 Monate reifen. Es muss nämlich jetzt die Holzkohle durch und durch mit den Mikroorganismen besetzt werden und besiedelt werden. Weil sonst, wenn man diese Masse ausbringt, dann würde die Holzkohle die Nährstoffe, die im Boden sind, an sich ziehen und speichern. Und wenn man das macht, ich habe es ausprobiert, es ist also wirklich so, dann hungern die Pflanzen. Man bringt das aus und es ist plötzlich wie wenn ein Schalter umgelegt wird. Wachstumsstillstand auf den Beeten. Also dieses halbe Jahr Reifezeit ist ganz wichtig, wenn man Terra Preta macht. Wenn man das vorhat, ist jetzt zum Beispiel vor dem Winter eine gute Zeit, sowas anzusetzen, kann es über den Winter reifen, kann man es im Frühjahr schon ausbringen. So, und jetzt habe ich natürlich immer auf der Suche, wie macht man denn das in der Natur, und die indigenen Völker in Amazonas Regenwald, die hatten ja auch kein EM. Die haben ihre Fäkalien mit in die Töpfe geschmissen. Es gibt einen Forscher, der sich da speziell der Therapeutaforschung zugewandt hat. Das ist der Dr. Heiko Pieplo, der hat einen Forschungsauftrag. Wem diese Materie interessiert, da gibt es viel Material von ihm im Internet. Der hat mit den mexikanischen Bauern eine Mischung gemacht mit 30% Küchenabfällen, 30% Hühnermist, 20% Mutterboden. Das ist genauso wie bei einer Kompostmiete. Für eine wirklich ganz hochwertige Qualität braucht man diesen Mutterboden, also die Erde mit ihren natürlichen Bestandteilen, 10% Pflanzenkohlepulver und 10% ganz wichtig frischen Kuhmist. Da hat man also diese guten Mikroorganismen drin. Dann lässt man das, wie vorher beschrieben, circa 3 Wochen fermentieren. Und das halbe Jahr ruhen, und dann hat man eine hochwertige Terra Preta. Es gibt auch noch eine andere Mischung, das hat er mal mit
mit Bäuerinnen gemacht, da irgendwo auf einer seiner Reisen. Also nur mit Hühnermist, mit Küchenabfällen und Holzkohle geht's wohl auch. Da war jetzt keine Angabe dabei, natürlich wieder 10% Holzkohle auf jeden Fall. Ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, hier 60% Küchenabfälle, 30% Hühnermist, Holzkohle. Also anscheinend bringt der Hühnermist auch entsprechende Mikroben ein, dass es funktionieren kann. So, das habe ich jetzt so im Schnelldurchlauf durchgesprochen. Ich habe für euch als Download, das müssen wir jetzt nicht aufmachen, das schauen sich diejenigen, die es interessiert, einfach an, nochmal zwei extra Blätter geschrieben. Das eine sind die Tipps für den Umgang mit EM, wo nochmal die EMs sind ja sozusagen auch kleine Tierchen, die gewisse Bedingungen brauchen, wo das nochmal Punkt für Punkt aufgelistet ist. Wenn ihr noch keine Ahnung habt und damit arbeiten wollt, möchte ich es euch sehr empfehlen, das durchzulesen. Mit der Haltbarkeit, mit der Lagerung, mit der Anwendung und, und. Und nochmal eine genaue Anleitung mit der Herstellung von dem Küchenbokashi mit EM. Dann habe ich für euch nochmal verschiedene Links zusammengestellt. Also hier ist nochmal eine Wurmkiste, eine Anleitung. Hier sind zwei gute Links, wenn man sich über TerraPreta mehr informieren will. Das ist die Seite Das Gold der Erde. Da sind sehr viele Forschungsergebnisse von den Arbeiten vom Dr. Piplow mit dabei. Und das Ithaca-Journal hat sehr viele interessante Beispiele auch für TerraPreta drin. Und dann gibt es einen Versuch vom Botanischen Garten in Berlin, die da mitgearbeitet haben. Das ist hier so eine Zusammenfassung. Wen das interessiert, ist auch eine ganz spannende Geschichte. Da habe ich nochmal eine relativ günstige Broschüre gefunden vom AID zur Bodenpflege, Düngung und Kompostierung. Finde ich im Prinzip ganz gut. Nur die Düngung, da sind auch konventionelle Dünger dabei, also Kunstdünger. Das muss man halt einfach außen vor lassen. Ansonsten nochmal alles andere ist in Ordnung. So, jetzt habe ich die Präsentation durch. Jetzt habe ich schon gesehen, es laufen viele, viele Fragen an, bestimmt zur Kohle. Großes Gefäß. Wie groß das Gefäß sein muss, Muss schauen wir man mal. Wir haben schon bis dahin abgearbeitet. Gell? Wie groß muss ich mir das Gefäß vorstellen? Ich nehme an, Sebastian, du meinst das Gefäß, das da gezeigt worden ist auf dem Bild. Das waren so zwischen 100 und 200 Liter Tongefäße, wo das damals hergestellt worden ist. Diese Geschichte ist auch interessant, wenn es Gruppen von euch gibt, wo eine Komposttoilette auf der Fläche ist. Da kann man auch mal überlegen, wenn man mal so die ganzen Abneigungen gegen ex-menschliche Ausscheidungen mal weglässt und das ein bisschen nüchterner betrachtet und sehr gerne Mist verwendet, weil man weiß, Kuhmist ist wunderbar für den Boden. Warum sollte es Menschenmist eigentlich nicht sein? Also Denkaufgabe, man muss sich mal wohlfühlen dabei. Und es gibt so Aussagen, dass also der Kompost, wo menschliche Fäkalien eingearbeitet worden sind, länger liegen sollte. Da gibt es eine Aussage zwischen 3 und 5 Jahren, bis er komplett hygienifiziert ist. Ich habe nichts gefunden, wo es konkrete Aussagen gibt, wenn man mit Mikroorganismen arbeitet, ob das schneller geht. Also ich finde, man kann. Da muss man einfach entsprechend mal sich seine Gedanken machen und dieses Produkt dann vielleicht für Beerensträucher oder Stauden oder so mal verwenden und einfach schauen, wie funktioniert das. So, wie kann man Holzkohle am besten pulverisieren? Ja, einen großen Holzklotz. Ich habe nur so ein vorsintflutliches Gerät in meinem Garten. Das ist so ein Baumstamm, der ungefähr 40 cm hoch ist, ein Durchmesser von 20 cm. Da ist links und rechts so eine runde Stange, wie so ein Besenstiel hingemacht. Und wenn man das dann in einer
Holzfass am besten eingibt, weil einmal geht nämlich gleich kaputt, habe ich schon ausprobiert. Und dann zerstampft man sie einfach. Das ist ein bisschen mühsam, aber funktioniert. So, gut, und was haben wir Ich noch? mache das immer, ich scrolle mal Woher durch. nimmt man die Holzkohle? Die aus dem Baumarkt ist wohl nicht so öko. Ja, das, was man im Baumarkt zu kaufen kriegt, ist oft aus Tropenhölzern, kann ich gar nicht empfehlen. Wenn man Holzkohle verwendet, sollte man schauen, dass man Buchenholzkohle nimmt. Ansonsten kann man die Holzkohle auch kaufen. Pulverisiert genau für den Zweck der Therapeuta-Herstellung. Und zwar ist das Pyrolyse, ich sehe es in der nächsten Frage schon, das Pyrolyseverfahren hat sich herausgestellt, dass das das Beste ist, von der Qualität her der Holzkohle entsteht und es ist auch vom ökologischen her, dass halt die Abwärme auch nochmal genutzt wird, ist also so die beste Möglichkeit. So, unsere Gartengruppe hat überlegt, unser Kompostklo zu Therapeuta zu verarbeiten. Was sagen Sie dazu? Das habe ich eigentlich schon beantwortet. Das kann man auf jeden Fall ausprobieren und sicherheitshalber halt diese Therapeuta dann nicht, also ich würde es nicht direkt zu den Blattpflanzen geben, zu den Salaten oder so. Ansonsten, vielleicht kann man, muss ja nochmal schauen, vielleicht kann man mal eine Frage an das Ithaca-Journal stellen. Die habe da schon verschiedene Fragen hingeschickt, die beantworten das auch sehr kompetent. Vielleicht haben die schon irgendwie einen konkreten Wert dazu, wie lange man das ablagern muss. Das wäre eine spannende Geschichte. So, wir trennen Urin und Festes und angeblich sollen sich Medikamente eher im Urin sammeln. Das weiß ich jetzt nicht, ob sich's ausschließlich im Urin sammelt. Es ist so, dass ich mal auf einem Vortrag war, wo also einer aus der Forschung erzählt hat, dass sich im Prinzip alle Stoffe abbauen, auch die Hormone, was in manchen Büchern anders angegeben wird, dass also die einzigen Stoffe, die wirklich kritisch sind, das sind Dioxine, die nicht abgebaut werden. Das ist aber jetzt nicht unbedingt das, was auf dem Klo entsteht, sondern das ist ja ein Stoff, der anderweitig ist. Also das ist wohl, wenn ich dem so Glauben schenken darf, ich bin ja keine Forscherin, ich weiß es leider nicht aus eigenen Versuchen, ist wohl wirklich so, dass das nicht so bedenklich ist, wie man immer befürchtet, dass Medikamentenrückstände und Antibiotika-Rückstände und Hormone von Antibabypillenpräparaten, dass die so ein wesentliches Problem wären. Die Frage für mich stellt sich da, wie lange lagert man das Material ab? Also ich würde da vorsichtshalber vielleicht so einen 3-Mieten-Kompost machen und den auf jeden Fall nach 3 Jahren erst verwerten. Ich persönlich, also so aus dem Bauch raus sage, das hat jetzt keine wissenschaftliche Absicherung, ist meine Meinung zu dem Thema. Wie heißt das Journal, das du erwähnt hast? Das ist das Ithaca-Journal und das ist das, was ich hier im Link. Das Also das Ita Ding hier da unten. Muss immer wieder anklicken und sehen. ist, wenn das grün ist, ist es da. Das Ithaca-Journal. Da steht sehr viel zum Thema Therapeuta und Kohle drin. Und wie gesagt, die beantworten auch sehr kompetent Fragen. So, was haben wir denn noch? Das war es Wenn die eigentlich. Tonne mit. Das hattest du schon beantwortet. Ah, habe ich schon? Scroll Okay. nochmal ganz runter. Nachhaltige Gewinnung von Kohle ist ein Thema für sich. Aha, okay. Ich scroll nochmal runter, ob es noch dahinter war. Ist zu Ende. So, was ich generell noch sagen möchte, meine Meinung, die Therapeuta wird ja teilweise so ein bisschen darüber gesprochen, dass das die Lösung für all unsere Probleme im Ackerbau ist. Das sehe ich nicht so, weil mit diesen 10% braucht man ja eine sehr große Menge an Kohle, die man so überhaupt nicht an Holz zur Verfügung hat.
Ich finde, das ist ein kleinräumiges System, genauso wie es die Menschen damals, das war auch eine Frage von der Gudrun, auf die ich eigentlich noch eingehen sollte, ja, von dir. Wie ist dieses tropische System auf unsere Bedingungen übertragbar, Vor- und Nachteile? Also ich finde, man sollte, die konventionelle Landwirtschaft muss umgestellt werden auf Biolandwirtschaft und man muss anders arbeiten, also nachhaltiger arbeiten, keine Monokulturen, mehr Mischkulturen, wieder ordentliche Fruchtfolgen, Untersaaten, Zwischensaaten, Gründünger, Kompost ausbringen, mit Mist und Gülle anders umgehen, also wieder versuchen, Gülle möglichst zu vermeiden und wenn sie da ist, die anders aufzubereiten, dass sie besser ist für den Boden. Und dann, glaube ich, ist es weg von den Kunstdüngern, dann ist es nicht mehr notwendig, dass man so großflächig die Kohle einbringt. Das Ernährungsverhalten unserer Bevölkerung spielt eine Rolle. Wenn wir weniger Fleisch essen, haben wir mehr Flächen für unsere pflanzlichen Nahrungsmittel. Also alles spielt zusammen. Deswegen ist es eine ganz vielschichtige Frage, die, wo man, da könnt ihr jetzt noch lange darüber diskutieren und da kann jeder was dazu beitragen. Ja. HTC ist nach ersten wissenschaftlichen Versuchen sehr belastet. Laura, bitte, ich habe gerade das Kürzel nicht im Kopf mit der HTC. Meinst du, was genau? Schreib es mir doch bitte nochmal. Dabei gehe ich mal zur Frage von Henrike. Sie sagten, dass man pulverisierte Holzkohle direkt für diese Zwecke bekommen kann, wo, also Carbonterra hat zum Beispiel eine sehr hochwertige Kohle. Damit arbeitet in Österreich die Firma Sonnenerde.at, glaube ich. Nehm den Teil zurück, ich weiß es nicht genau. Aber die Carbonterra hat eine sehr, ja genau, die hydrothermale Karbonisierung. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, damit ich nichts Falsches sage. Ja, also bei der Frage muss ich jetzt passen. So ganz genau weiß ich es nicht. Ich sehe, dass der Konrad, genau, sich da eingemeldet hat. Danke Konrad für die Unterstützung. Das sind verschiedene Faktoren, die da berücksichtigt werden müssen, was halt das Ausgangsmaterial ist, zum Beispiel. Habe ich keine Werte dazu im Kopf. So, jetzt Thoraxchirurgie, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Lieber Uli, was willst du mir sagen? Ach, das war ein Spaß auf das HTC. Bin gerade noch so konzentriert. Okay, ich sehe, wir haben jetzt 20.41 Uhr. Wir checken jetzt gerade mal durch, ob noch eine ganz wichtige Frage ist. Die Gudrun gibt mir gerade einen Wink und sagt, da ist nichts mehr. Dann kommen wir jetzt zum Schluss. Ich hoffe, ihr konntet da jetzt so ein bisschen hineinschnuppern. Zu jedem Thema könnte man einen zweistündigen Vortrag alleine halten. Das war jetzt so ein Extrakt, so ganz konzentriert. Gerne könnt ihr nachträglich wieder eure Fragen noch an mich schicken. So gut ich das beantworten kann, mache ich das gerne für euch. Und ich möchte euch einfach anstiften, hier von der Anstiftung aus, das auszuprobieren und zu tun, euch mit der kleinen Kreislaufwirtschaft zu beschäftigen, möglichst alle grünen Abfälle, die anfallen, auf der Fläche zu behalten, alles zu verarbeiten. Und zum Abschluss, genau, ich habe mir noch was aufgeschrieben zu diesen Befürchtungen, dass Komposthaufen so viel
Schadstoffe ausgasen. Wenn ihr, so wie ich euch das letzte Mal alles schön gesagt habe, darauf achtet, dass also das Kompostmaterial ein guter Materialmix ist, gut gemischt zwischen strukturarmen und strukturreichen Material, trockenes und feuchtes. Wenn ihr ein Auge auf das CN-Verhältnis habt, muss nicht akribisch sein, aber nicht aus dem Blick verlieren. Und wenn ihr dafür sorgt, dass genügend Strukturmaterial drin ist, dass genügend Sauerstoff drin ist, den Kompost nach Bedarf genügend oft umsetzt und auf die Feuchtigkeit achtet, dann habt ihr immer ein Produkt, das einen guten Rotteverlauf hat und wo wenig verloren geht. Ich habe noch zwei Punkte gefunden, da hat mich der Konrad Bucher auch unterstützt, der hat mir eine tolle Datei zukommen lassen, bloß hier noch auszugsweise. Bei Fehlen von Sauerstoff zum Beispiel entsteht im Komposthaufen das klimaschädliche Methangas. Also man muss schauen, dass genügend Strukturmaterial drin ist, dass genügend Lufträume sind. Und bei zu engen Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis entsteht das Lachgas. Und wenn die Temperatur nur so um die 30 Grad ist, also wenn ihr es schafft, dass ihr immer wieder mal zumindest eine größere Menge aufsetzt, sodass ein bisschen größere Hitze entsteht. Und da in diesen beiden Punkten ist genau alles drin, was ich jetzt nochmal wiederholt habe. Dann habt ihr einen guten Kompost. Und dann habt ihr am Ende einen Kompost mit vielen kleinen Krümelchen, diese Ton-Humus-Komplexe. Also je runder die sind und je kleiner sie sind, umso besser ist die Qualität und umso mehr ist im Kompost drin und umso weniger ist verloren gegangen. Also ich hoffe, das nehmt ihr mit, darum sage ich es nochmal so ausführlich am Schluss. Und ich wünsche euch viel Erfolg und alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns ja wieder mal. Einen schönen Abend.